Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, genauer gesagt zu diesem Theorienvideo. Ja, es ist wieder mal Zeit für eine Theorie. Heute möchte ich eine Theorie euch nennen, welche mich schon länger heimsucht. Ist Goblin Slayer nichts weiter als eine Geschichte eines Rollenspiels? Für diese These gibt es nämlich einige Anhaltspunkte innerhalb des Werkes. Das erste Indiz ist ein recht offensichtliches hierbei. Eines, das den ganzen Anime überpräsent ist und die meisten wohl dennoch nicht gemerkt haben. Die Rede ist von den Charakteren und deren Namen, beziehungsweise, was hier präziser wäre, ihre Profession, also ihre Aufgabe, ihr Beruf innerhalb der Geschichte von Goblin Slayer. Innerhalb des Werkes werden nämlich die wichtigsten Charaktere lediglich mit ihrer Profession betitelt, niemals mit ihrem wirklichen Namen. Der Goblin Slayer tötet Goblins, die Priestern, welche gut auch Heilerin aufgrund ihrer Fähigkeiten genannt werden könnte, heilt eben Wunden und unterstützt, und das Cowgirl nun das macht, was ein Cowgirl macht, es kümmert sich um die Kühe. Dieses typische und generische Konzept erstreckt sich über das gesamte Universum von Goblin Slayer. Selbst die stärkste Kriegerin, jene, die als einzige den Platin-Rang besitzt, wird lediglich als Heldin angesprochen. Nun, dies mag eventuell hier für diese Person eventuell sogar ein Titel sein, dennoch ist diese Art der Namensgebung typisch für Rollenspiele alter Zeit. Das beste Beispiel hierbei wäre wohl Dungeons & Dragons. Hier werden Charaktere nicht mit richtigen Namen, sondern ihrer jeweiligen Profession benannt. Das zweite Indiz für diese These, dass es sich bei Goblin Slayer lediglich um eine Geschichte aus einem Rollenspiel wie Dungeons & Dragons handelt, sind die Götter. Genauer gesagt, wenn die Charaktere des Werkes über die Götter und den Krieg sprechen. Dort fällt nämlich immer wieder der Satz, dass die Würfel gerollt wurden. In anderen Titeln, wie zum Beispiel Slayers, kämpfen nämlich die Götter einfach. Bei Goblin Slayer wird allerdings der Begriff verwendet, welcher typisch für analoge Rollenspiele ist. Dies indiziert, dass die genannten Götter lediglich Spieler in einer Rollenspielrunde sind. Hierbei wäre wohl die verschiedenen Handlungen eine Erzählung eines Game Masters und die verschiedenen Aufgaben in der Gilde Quests, welche während der Spielrunde erhalten werden können. Allerdings hört hier die These noch nicht auf. Neben den genannten Namen und diesen Würfeln gibt es eine weitere Auffälligkeit. Hat es euch noch nie gestört, dass weder der Name der Elfin noch des Zwerges genannt wurde? Zusätzlich wird immer wieder der Zwist der beiden in Bezug auf ihre jeweiligen Rassen aufgegriffen, ohne jemals auch nur im Entferntesten zu nennen, wieso sich die beiden Völker nicht leiden können. Sie tun es einfach. Zusätzlich gibt es innerhalb der Welt von Goblin Slayer eine Art limitiertes Mana-System. Hier wird es zwar Wunder genannt, dennoch ist dieser Vergleich stimmig. In verschiedenen Rollenspielen gibt es Erfahrungssysteme, besser bekannt als Levelstufen oder Levelsystem. Dieses System sagt dir, wie viele Zauber oder sonstige magische Fähigkeiten du wirken kannst. Dieses System bekommen wir besonders bei unserer Priesterin sowie dem Zwerg mit. Diese nennen mehrfach innerhalb des Werkes Goblin Slayer, wie viele Wunder, sprich wie viel magische Kraft sie noch besitzen. Zusätzlich erwähnt Kumo Kagyo, der Autor von Goblin Slayer, in einem Interview mit Alterworth sowie Ninotaku auf die Frage, wenn er einen Charakter aus Goblin Slayer zum Tee einladen würde, welcher dies wäre, mit folgender Antwort. Eigentlich lade ich niemanden zum Tee zu mir ein, aber in diesem Fall würde ich alle einladen und eine Runde Pen and Paper mit ihnen spielen. Dies sind zwar nur Indizien für eine gewagte Theorie, dennoch untermauern die genannten Punkte diese. Wie steht ihr zu dieser genannten Theorie? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn ihr da schon seid, dann gebt dem ganzen Video doch einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Klickt dazu bitte auch auf die Glocke und auf alle Benachrichtigungen. Danke!